Ich hatte gebeten vorher die Redaktion, dass einer unserer Gäste ein Foto mitbringt, das ihm besonders viel bedeutet. Ja, genau, Herr Greta, jetzt kriegen wir es zu sehen. Ja? Gabriel, Sie gucken, Sie haben ein Foto dabei. Ja. Okay, dann vorhin sagst du, okay, ich sag du. Und du hast ein Bild dabei, das hast du mir nicht gezeigt, ich kenne das nicht. Nein. Okay, perfekt. Ich kann auch nicht wissen, was da drauf ist. Nein, 100%. Okay, perfekt. Also, ich möchte dich bitten, Gunther, das Foto hier in einen der Umschläge hineinzutun. Ich gucke nicht hin, den Umschlag dann zuzukleben und den Umschlag mit den anderen Umschlägen auf dem Tablett zu vermischen. Dass keiner mehr weiß, in welchem Umschlag sich das Bild befindet. Richtig durcheinander mischen und durchmischen, mischen, mischen. Bitte nimm dann auch das Tablett runter, mit dem Tablett, geh durch das Publikum und jetzt beziehen wir sie alle mit ein. Ja? Geh ruhig einfach mal rund und wenn er zu Ihnen kommt, an den Zuschauern vorbei. Ach so, und wenn er zu Ihnen kommt, greifen Sie zu, nehmen Sie einen Umschlag. Hast wenn du mal gekellnert, Gunther? Das sieht professionell aus. Einer muss es machen, sorry. Ja. Wenn er zu Ihnen kommt, seien Sie, nehmen Sie einen Umschlag, stehen Sie danach bitte auf und halten Sie den Umschlag hinter Ihren Rücken. Bitte, bitte aufstehen, Umschlag hinter den Rücken halten. Schauen Sie selber bitte nicht rein. Aufstehen, Umschlag hinter den Rücken halten. Schauen Sie nicht rein. Sie sollen selber nicht wissen, ob Sie den Umschlag mit dem Foto haben. Sonst könnte ich das an Ihrer Körpersprache sehen. Okay. Wenn Sie grinsen von einem Bein auf dem anderen wippen, ja, dann wäre das nämlich ein Zeichen. Sind alle verteilt? Vielen Dank, Gunther. Ja, du darfst wieder zu uns kommen. Auf den Rücken. Du hast die Umschläge verteilt, du hast selber auch keine Ahnung, nehme ich an, wo sich das Foto befindet. Nee, ich weiß nicht. Sehr gut, ich auch nicht. Aber wir werden es jetzt finden. Wir beide gemeinsam. Und ich brauche dafür deine Hilfe, deine Konzentration, weil nur du weißt, was auf dem Foto zu sehen ist. Ich möchte, dass du die Augen schließt und das Foto dir in Gedanken vorstellst und in Gedanken zum Leben erwächst. Nur in deinen Gedanken. Okay, ich sehe zwar Farbe, es ist eine Farbfotografie offenbar, aber das Bild ist für mich, also ich glaube, es ist eine männliche Person darauf zu sehen, ist das richtig? Ja. Ja. Ein bisschen irritiert. Ich sehe die ganze Zeit, bekomme ich so, ich weiß nicht, woher das kommt, wir hatten vorhin mal kurz gesprochen, Zwilling, ist diese Person vom Sternzeichen Zwilling? Nur ja oder nein? Ja. Okay. Ich bin völlig irritiert gerade, weil ich empfange die ganze Zeit nur. Ja, ich empfange die ganze Zeit nur dein Bild. Dich bist du auf dem Foto zu sehen. Ist das so? Ja. Ja, okay. Okay, ich kenne nicht dein Geburtsdatum, aber ich habe die ganze Zeit 6.11. empfangen. Nee, 11.06. empfangen. Stimmt das? Ist doch geschwindelt, das wusstest du doch vorher schon, ne? Na, ich wusste nicht, dass du auf dem Bild bist. Ach so, ja, das kann sein. Ja, okay, ja. Aber ich, nebenbei gesagt, ich bin nicht alleine auf dem Bild. Ja. Okay, dann will ich jetzt mal versuchen, das Bild zu finden. Konzentriere dich noch mehr auf das Bild, auf alles, was da drauf ist. Du kannst die Augen wieder aufmachen. Halt deine Hand gegen meine und denk noch mal an das Bild. Der Herr mit der Brille, zerreißen Sie einen Umschlag. Mitten durchreißen und setzen Sie sich hin. Mitten durchreißen und hinsetzen. Keine Angst, Gunther, ich bin Profi. Ja, also, das heißt, da ist es nicht drin. Okay, der Herr direkt hier hinter uns, Sie dürfen auch zerreißen. Und bitte hinsetzen wieder, ja. Ach, das war der mit der Gage. Die beiden Damen auch. Zerreißen, hinsetzen. Ja, zwei haben wir noch. Die letzte Entscheidung, Gunther, darfst du treffen. Ist ja dein Foto. Ja, ich habe echt keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, ja. Aber du kannst es fühlen. Du kannst es fühlen. Streck deine Hand aus, bitte. Mit Finger spreizen, ganz wichtig. Und fühl in die Richtung von ihm, in die Richtung von ihr. Wenn du mehr spürst irgendwo, heißt das vermutlich, dass da das Bild ist. Wenn du mehr spürst, ist da das Bild. Hast du irgendwo mehr gespürt? Ich müsste eigentlich tot sein. Ich spüre gar nichts. Okay, also was ich noch empfangen habe, okay, dann helfe ich mal. Was ich empfangen habe, ist, dass die Person, irgendwie hat dieses Bild auch mit Musik und mit Angeln zu tun. Das muss irgendwie eine große Leidenschaft sein. Ich weiß nicht, wahrscheinlich von den anderen Personen, die auch auf dem Bild zu sehen sind. Sie dürfen zerreißen, die Dame, der Herr, kommen Sie mit Ihrem Umschlag vor. Ich will ihn nicht anfassen. Geben Sie Ihren Umschlag an Gunther Gabriel. Gunther, mach selber den Umschlag auf. Du bist ein Schuss. Greif herein, mach ihn auf und zeig uns, ist das der Umschlag, der dein Foto enthält? Darf nicht wahr sein, ja. Es ist ja. Ja.